Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung Objektiv schön bauen begrüßen. Mein Name ist Harald Frey, ich bin Vorstandsmitglied des Club of Vienna und seit mehr als 15 Jahren an der Technischen Universität Wien im Bereich des Bauingenieurwesens, konkreter Verkehrsplanung, beschäftigt. Hermann Knoflacher und ich teilen uns sozusagen die Begrüßungsworte. Beide haben wir unabhängig voneinander auch ein paar Wortspenden, Impulstexte vorbereitet und ich habe auch ein Manuskript, ein kurzes vorbereitet, 5 Minuten, das ich begleitet von ein paar Bildern, so, muss ich nur schauen, dass ich das starten kann hier, Ihnen auch als Input für die heutige Tagung auch gerne nahebringen möchte. Ist objektiv schönes Bauen möglich? Wenn man durch die Anzeigen diverser Stilhauskataloge von Fertighausherstellern blättert oder man sich in Stadterweiterungsgebieten mit Gebäuden konfrontiert sieht, die man eher unter dem Begriff Gefängnisarchitektur eingliedern vermag und gleichzeitig mit Gebäuden aus historischen Orts- und Stadtkernen vergleicht, so drängt sich doch diese Frage auf. Es wäre nicht der Club of Vienna, würde nicht einerseits nach einer differenzierten, aber passenden Antwort auf diese Frage gesucht, und gleichzeitig auch die Ursachen dieser Entwicklung analysiert werden. Außerdem weist die Fragestellung einen naheliegenden Bezug zur evolutionären Ausstattung des Menschen und die Behandlung der Ursachen einen eindeutigen erkenntnistheoretischen Zusammenhang auf. In dem vom Friedensreich 100, was im Jahr 1958 vorgetragenen Verschimmelungsmanifest gegen den Rationalismus in der Architektur betonte er, dass nur wenn Architekt, Maurer und Bewohner eine Einheit seien, das heißt ein und dieselbe Person, man von Architektur sprechen könne. Alles andere sei keine Architektur, sondern eine verbrecherische, gestaltgewordene Tat, wie er das genannt hat. Und viel wichtiger, er erklärte das Lineal und mit ihm die gerade Linie als das Symbol eines neuen Analphabetentums. Das Lineal, so Hundertwasser, sei das Symptom der neuen Krankheit des Zerfalls. Die Ursachen finden wir aber auch im Verkehrssystem, einer Disziplin, bei dem ich ja bei Hermann Knoflacher promovieren durfte, und seiner Beschleunigung. Bereits Paul Virilio, ein französischer Philosoph und Geschwindigkeitstheoretiker, wies darauf hin, dass die allererste Funktion der Geschwindigkeit darin liegt, den Sinn und die Bedeutung der Geraden, hier ist sie wieder, und, was weniger deutlich ist, des Rechts unter Gerechtigkeit festzulegen. Man vergleiche im Französischen la droite, die Gerade, und le droit, das Recht. Das zeigt sich nicht nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler Dimension. Wir denken an die Höhe der Gebäude. Geschwindigkeit als die Länge der Geraden ist, das zeigt ihre Bedeutung in der Geschichte, auch in der Architektur nichts anderes als Macht. Jede höhere Geschwindigkeit grenzt zuerst die niedrigere Geschwindigkeit aus, um sie dann zu verdrängen, so Virilio. Und so gliedern sich die Gebäude der Geschwindigkeitsarchitektur nicht in ihr bestehendes oder selten in ihr bestehendes Umfeld ein. Sie sind Fremdkörper, bleiben das meistens auch, inhomogen, abgesondert von den anderen Elementen und entwerten letztlich mit ihrem Maßstab an menschlichen Dimensionen orientierte Strukturen. Diese Form der Stadtstrukturen verändern somit auch den Umgang und die Wertschätzung gegenüber dem Bestehenden, und bleibt dabei selbst oft identitätslos und beliebig. Die Vielfältigkeit des Gesichtes eines Gebäudes, über das wir heute auch noch sprechen werden, seiner zentralen Elemente wie Tür und nachfolgend eigentlich dem Fenster, werden durch Industrialisierung, das ist nichts anderes als Beschleunigung und Normung von Produktionsprozessen, begradigt, wie zeitgleich die Straßenräume in den Dörfern. Die Geschwindigkeitsarchitektur ist ein offensichtliches Produkt von Automatisierung und Normung und damit Ursache für die Entfremdung der Menschen von ihrer gebauten Umwelt. Ort und Bindung waren einst die Vorbedingungen, die eine Siedlungseinheit ausmachten. Demgegenüber steht heute eine Bevölkerung in den Städten, die zwar vorhanden ist, aber ständig unterwegs. Die Entfremdung der Geschwindigkeits- oder Fluchtarchitektur in Anlehnung an Virilios Begriff der Fluchtgeschwindigkeit aus dem harmonischen Gefüge, dem Stadtgewebe, ist auch eine Entfremdung der Bewohner oder Benutzer, im Fall von Gewerbegebieten, aus dem Kontext der Stadt. Scheinbar bei der Stadtplanung immer beliebter werdende Wohnhochhäuser, Virilio spricht von der Motorisierung des Wohngebäudes,
befinden sich nicht nur an den Transitpunkten schneller Verkehrsinfrastrukturen wie Autobahnen oder U-Bahn-Stationen. Die raumwirksame Geschwindigkeit des Verkehrssystems prägt Architektur und Stadtstruktur. Disparitäten entstehen, werden geschaffen oder nehmen zu. Der scheinbar endlosen vertikalen Stapelung von Wohnraum stehen die Hallen von Gewerbeparks und Shoppingcenters mit enormer flächenintensiver Verkehrsinfrastruktur gegenüber. Unter dem Vorzeichen fortschreitender Digitalisierung tritt die Rolle der Architektur und Stadtgestaltung in eine neue Epoche ein. Bildschirme beginnen die Fenster zur Außenwelt zu ersetzen. Online-Dienste und Homeoffice bringen den Raum zwischen den Gebäuden zum Verschwinden. Die Unterordnung der Architektur und der Stadtgestaltung gegenüber dem Verkehrssystem, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, ist grundsätzlich offensichtlich. Für Virilio geht die Architektur langsam im übergreifenden Feld eines Technologietransfers auf. Die Menschen verfallen in eine technische Form des Komas. Ich darf Ihnen so gesehen und in diesem Sinne für die heutige Tagung das Gegenteil dieser dystopischen Perspektive Virilios wünschen, nämlich interessante und befruchtende Vorträge und eine spannende Diskussion. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin auch im Club of Vienna seit den 90er Jahren, seit der Gründung. Der Harald hat ja schon indirekt mich vorgestellt, also kann ich mir das sparen. Wir brauchen ohnehin die Zeit für wichtigere Sachen. Als ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert wurde, habe ich mich gewundert, weil es ja ein Widerspruch in sich ist. Objektiv steht doch absolut im Gegensatz zum Wissen, dass ja Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Und nachdem jeder ein anderes Auge, eine andere Sicht hat, ist es immer individuell, was wir als Schönheit empfinden. Sozusagen das Gegenteil von Objektivität. Das hat auch schon Hildegard Kaulen in der FAZ 2015 geschrieben, mit Bezug auf den griechischen Geschichtsschreiber Thukydides, mit der Einleitung: jeder beurteilt die Attraktivität von Menschen anders. Offenbar spielen Lebenserfahrung und Sicht der Welt eine größere Rolle als die Gene. Selbst eineiige Zwillinge finden unterschiedliche Gesichter anziehend. Aber mit dem Begriff der Attraktivität versucht sie das zu fassen. Und ist Attraktivität ein fantastischer Begriff, weil Attraktivität ja auf den lateinischen Wortstamm attrahere zurückzuführen ist, das heißt anziehend wirkt. Und anziehend muss eine Kraft sein. Also muss Schönheit zwangsläufig etwas mit der Kraft zu tun haben. Und das wird natürlich schon angenehmer für den Bereich der Naturwissenschaftler. Man kommt in die Gegend der Physik und läuft aber Gefahr, zu quantifizieren, was nicht per Definition nicht quantifizierbar ist, weil Schönheit ist eher mit der Qualität verbunden. Und wir sind ja nur in der Lage, Qualitäten wahrzunehmen. Quantifizierung findet nur im Hirn statt. Sie werden in der Welt keine Zahlen finden, sondern die machen wir uns in einer eigenen Welt, in unserem Kopf. Auf den Menschen bezogen liest man, kann Schönheit sowohl auf äußere Eigenschaften, aber das gilt natürlich auch für das Gebaute, wie auch auf Wesenseigenschaften, Charakter, Geist, Charisma, soziale Stellung oder auf materiellem beruhen. Sie wird individuell unterschiedlich bewertet und hängt im Wesentlichen von den Erwartungen des Betrachters ab. Als subjektiver Wert ist sie dem sozialen und gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Eigentlich eine verwirrende Vermischung unterschiedlicher Kategorien mit zeitlicher Dynamik, das auch auf unser Thema zutrifft. Wenn Sie etwa an die verschiedenen Stilepochen, verschiedene Kulturkreise denken, da werden Sie feststellen, dass das im Gebauten auch nicht anders ist. Das heißt, es schaut so aus, als ob sich Schönheit jeder Objektivität zu entziehen scheint. Das passiert dann auch, das hat ja Harald hier dargestellt. Es entsteht dann sehr leicht eine planerische und bauliche Willkür und damit eine Auflösung der Schönheit
der bebauten, der zu bauenden Welt, wie es der Soziologe Alexander Mitscherlich schon 1965 in seinem Buch Die Unwirklichkeit der Städte festgestellt hat. Und 4 Jahre vor ihm hat eine Amerikanerin in einem nicht von Kriegen zerstörten Land, nämlich den USA, Jane Jacobs, in ihrem Buch The Death and Life of Great American Cities, dieses Thema behandelt. Dieses bezog sich aber bereits auf die Stadtentwicklung der 50er und 60er Jahre. Etwas, das anziehend wirkt, in der Physik wird das definiert, ist eine Kraft, die auf einen Körper mit einer bestimmten Masse wirkt. Mit dem werden wir wahrscheinlich mit unserem Thema nicht weiterkommen. Wir wissen nämlich, dass es neben der Energie, die als Arbeit auch verstanden wird, die auf einen Körper mit einer Masse wirkt, auch eine geistige Energie gibt. Und da spielt die Schönheit dann eine ganz zentrale Rolle. Nämlich Schönheit muss, wenn es wirklich Schönheit ist, positive Energie vermitteln. Der Energieinhalt kann sich dadurch ändern, dass eben diese Energie auf einen anderen Körper übertragen wird. Wir sprechen das auch als Wärme und anziehend wirkt. Das heißt, es entsteht ein Potenzial, wenn Energie irgendwo übertragen wird. Und dieses Potenzial ändert das Verhalten. Wenn wir ein Potenzial haben, führt das zu irgendeinem Verhalten. Und Verhalten ist beobachtbar. Und damit kann man auf diesem Weg die Wirkung der Schönheit, nicht die Schönheit selber, beobachten. Und das ist ja auch seinerzeit gelungen. Und damit kommt man in die Nähe des Objektiv Schön. Wenn die Wirkung allgemein nachweisbar ist, könnte man dann von einer objektiven Schönheit oder objektiv schön gebaut sprechen. Das ist aber dann nicht die Objektivität im Sinne der Physik, dass jeder mit der gleichen Methode zum gleichen Ergebnis kommen muss, sondern das ist dann eine Objektivität, die auf einer wesentlich höheren Ebene und Komplexität neu zu definieren wäre. Also wäre das ein interessantes Thema der Forschungen, die bisher nicht noch behandelt worden sind, weil wir hier von den Naturgesetzen, in denen die Objektivität in den Naturwissenschaften, insbesondere in der Physik, sozusagen als Leitgröße definiert wurden, über die Gesetze der Natur, Verhaltensgesetze sind ja nicht Naturgesetze, sie wirken natürlich durch die Gesetze der Natur, Verhaltensgesetze sind ja überall vorhanden und können nicht Naturgesetze sind ja immer vorhanden und können nicht umgangen werden. Sie wirken durch die Naturgesetze in die sogenannten anderen Gesetze. Das sind die Gesetze, die wir uns selber machen. Also das Recht und die Gesetze, mit denen wir zum Beispiel Richtlinien und andere Geschichten machen. Und damit wirken diese Gesetze, nämlich die anderen Gesetze, auch auf das Verhalten zurück. Das heißt, wenn wir diese Wechselbeziehung berücksichtigen, dann taucht hier eine andere Größe auf. Wir sprachen ja von den Anziehungskräften. Und Kräfte sind ja immer mit Energie verbunden und Energie in den höheren Schichten ist bekanntlich Geld. Und damit ist der Mensch über Geld energetisch manipulierbar und damit auch das Gebaute. Mit dem Begriff der Attraktivität kann man daher die Forderungen nach allgemeingültiger Objektivität nicht entsprechen, besonders nicht im Gebauten und im Bauenden. Denn was für die Investoren und die von ihnen beschäftigten Architekten, Ingenieure, Gutachter und Banker, aber auch die Entscheidungsträger attraktiv ist, nämlich der private Gewinn jeder Art, kann für die Menschen, die in dem gebauten Leben, keineswegs Schönheit bedeuten. Das ist eines der Probleme, vor denen wir heute stehen, weil wir diesem Wert Priorität einräumen. Ein sehr schönes Beispiel, das mich zu dem Gesetz geführt hat, Geld mal Geist ist eine Konstante, sind die Bankgebäude. Das Großhirn und damit der Neokortex ist ein sehr evolutionär spät zugewachsener Teil unseres Körpers. Und damit ist er wunderbar manipulierbar. Das heißt, man kann über den Neokortex Schönheit sozusagen ersetzen durch die kurzfristigen Interessen jener, die ich gerade vorher angeführt habe.
Das heißt aber auch, dass das System ständig im Fluss ist und dem widerspricht, was hier gezeigt worden ist, nämlich die Statik von Gebäuden. Tatsächlich ist aber alles sozusagen in Bewegung und das hat etwas mit der Zeit und Evolution zu tun. Das heißt, Schönheit muss das Ergebnis eines Prozesses sein, genauso wie die Wahrnehmung von Schönheit auch bei uns. Das heißt, Evolution strebt ja auf irgendein Optimum in verschiedenen Dingen, gesteuert über den Zufall als Innovationsgeber permanent zu. Und wenn wir Schönheit empfinden, muss das etwas mit den Entwicklungen der Natur und der Evolution zu tun haben. Die Bewertung von Schönheit erfolgt nicht nur von der Gesellschaft nachträglich, wenn etwas gebaut wurde, sondern auch durch die Wirkung des Gebauten auf den Rest der Welt, vor allem auf das bestehende Milieu und die Umwelt, in einer prozesshaften Wechselbeziehung. Also das Gegenteil der angestrebten Statik des Bauens gegen die Natur, wie sie in den letzten beiden Jahrhunderten dominierte und durch die vom Kapital verlangte Beschleunigung nicht mehr möglich zu sein scheint, betrachtet man die Wirkungen des Gebauten, weil es überwiegend zu einem Verhalten des Wegfahrens zu anderen Zielen mit erwarteter Schönheit führt. Das Gebaute des letzten Jahrhunderts scheint von Ausnahmen abgesehen das Gegenteil von objektiv schön gebaut zu sein. Immerhin kann man daraus schließen, dass es mit dem Bauen nicht so weitergehen darf, will man objektiv schön bauen. Durch eine auf das Quantifizieren als Endziel reduzierte Welt des Bauens wurde die Schönheit, kann man sagen, ausgerottet. Beteiligt haben sich neben den Planungs- und Baudisziplinen, vor allem die Disziplinen aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Verwaltung, Landwirtschaft, Agrar, Forstwesen. Gemeinsam scheinen sie so das Ziel, die Welt muss schierer werden, anzustreben, wie es der bayerische Kabarettist, Liedermacher und Arzt Georg Ringsgwandl wunderbar zum Ausdruck gebracht hat. Als Arzt ist es klar, weil der weiß, was Schönheit ist, zum Beispiel an einem Gewebeschnitt oder den Unterschieden zwischen einem Gewebeschnitt durch ein gesundes Organ oder durch einen Gewebeschnitt durch einen Tumor. Die unterscheiden sich nämlich ungefähr genauso wie die historischen Städte mit den später im 19. und 20. Jahrhundert gebauten. Diese Städte sind ja im Wesentlichen gebaute Klone stereotyper Planungsregeln in den Stadtplänen und als Wucherungen des Kapitals an den Silhouetten zu erkennen. Sie haben das ja vorher hier sehr schön gesehen. Sie brauchen ja nur hinauszuschauen. Und wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie feststellen, diese Wucherungen, also es sind sozusagen Beulen auf der Stadt, die da herauswuchern, sind immer dort anzutreffen, wo eine U-Bahn-Station ist. Und warum wachsen dort die Beulen heraus? Weil natürlich privates Kapital die öffentlichen Investitionen, die in den öffentlichen Verkehr und in die Autobahnen und Parkplätze geflossen sind, für sich selber zu nutzen wissen. Das ist eine typische kapitalistische Wucherung. Ob man sie schön findet oder nicht, aber schön sind sie auf keinen Fall nicht. Messbare Schönheit des Gebauten, alles Gebaute wirkt, wie in komplexen dynamischen Systemen unvermeidbar, auch auf die Menschen und verändert über die sinnlichen Wahrnehmungen, die Außenreize und über diese die Empfindungen. Anhand dieser Handlungen kann man das machen. Das heißt, Orte, in denen sich die Menschen freiwillig aufhalten und sind vermutlich für sie schön, weil warum sollten sie sonst dort sein? Das gilt aber für alle Lebewesen, glaube ich, auch wenn die gar nicht den Begriff Schönheit kennen. Das schließt aber alle Orte aus, in denen wahrnehmbare Gefahren für die Gesundheit und die Sicherheit von Aufenthalt und Mobilität vorhanden sind. Also alle öffentlichen Räume mit Fahrbahnen. Hat man ja vorher in den Darstellungen von Kollegen Frey gesehen. Ein Ort ist nur zu Fuß. Ein Ort ist er es nicht, ist es ein Unort. Eigentlich selbstverständlich. Es ist auch eine Frage der Umweltbildung im weitesten Sinn. Und vor einem halben Jahrhundert konnten wir die wissenschaftlichen Grundlagen für die Wirkungen eines schönen Umfeldes auf die Akzeptanz von Fußwegen erfassen, messen und erkennen und praktisch nutzbar machen.
So sind Menschen bereit, in einem autofreien Umfeld einer historischen Stadt Fußwege zu den Haltestellen anzunehmen, die länger sind als in einem normalen autoorientierten Umfeld, und zwar um ungefähr 70%. Das heißt, wenn man die Autos aus den Städten entfernt, wenn das Umfeld in Anführungszeichen schön ist, aber menschengerecht gestaltet ist, dann hat man einen Einzugsbereich, der 2- bis 4-mal größer ist als in einem normalen Umfeld. Und plötzlich haben Sie einen wesentlich größeren Anteil im öffentlichen Verkehr. Wir haben daher einige Indikatoren dafür, welche Wirkungen objektiv schön gebaut haben muss. Dazu gehört Aufenthaltszeit, Akzeptanz der Fußwege, Strukturmerkmale des Gebauten im Kontext und Wissen, dass diese wichtiger, nachhaltiger, ökologischer und sozialverträglicher Sicht, als es mit den bisherigen Planungsgrundlagen und manchen ihrer Theorien, sowohl der geltenden Richtlinien und Normen wie auch des Finanzsystems möglich ist. Und es kommt doch immer wieder auf das Auge an. Das hängt aber davon auf, wie weit der Durchblick reicht. Ein schönes Haus, das objektiv schön ist, aber an der falschen Stelle ist, ist, wenn man es genau betrachtet, nicht mehr so schön, wenn der Standort kompensiert werden muss durch einen hohen Mobilitätsaufwand, damit die Umwelt belastet, damit die sozialen Bindungen auflöst und damit insgesamt aus der Sicht jenes Betrachters, der tiefer sieht als nur die Außensicht, keineswegs mehr als schön zu bezeichnen. Ein gebautes Objekt, das keinen Added Value für das Milieu in seiner Gesamtheit hat, also nicht anthropozentrisch reduziert und isoliert, ist ein Loss of Value. Und das ist kaum ein Attraktor. Konkret ist jedes Objekt, das sich nicht organisch, also durch die eigene Energie der Bewohner und Nutzer eines Dorfes, Bezirkes, einer Stadt, in diese einfügt, sondern permanenten Zufluss externer Energie für diese Beziehungen braucht, eine Siedlungsprothese, und das ist vermutlich so ziemlich alles Gebaute, in dem Sie Autoabstellplätze finden. Eine wunderbare Geschichte für die Raumplanung und auch für die Stadtplanung. Und mit dem Paragraph 2 der Reichsgaragenordnung, der in allen Bauordnungen und Richtlinien nach wie vor wirksam ist, ist objektiv schön gebaut seither praktisch nicht mehr möglich. Verwaltungen, Ausbildung, Raum- und Stadtplanung schaffen daher auf diese Weise die Grundlagen für die Welt, von der man sagen kann, die Welt muss schierer werden. Wirtschaftlich hat das die Vorteile, weil das permanent zu einer Vergrößerung der Bewegungen der Menschen, die aus diesem hässlichen Gebiet flüchten wollen. Es entstehen Fluchtpotenziale, die kosten Energie und damit setzt das Geld in Bewegung. Das aber wieder ist ein positiver Beitrag zum Bruttonationalprodukt. Also wird das von der Wirtschaft positiv betrachtet. Das heißt, das ist unsere Politik des Wachstumswahns und dieser steht der Schönheit absolut 180 Grad entgegen. Die Wünsche für die heutige Veranstaltung hat Ihnen bereits der Harald überbracht. Ich darf mich seinen Wünschen nur anschließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich darf mich auch vorstellen. Ich darf den heutigen Tag moderieren. Mein Name ist Mike Nowotny, Architekturjournalist und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Architektur, ÖGFA. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich moderieren darf. Das zweite Mal für den Club of Vienna, das letzte Mal vor einem Jahr unter dem Motto Genug gebaut. Es war eine fantastische Veranstaltung, ganz tolle Speaker. Ich glaube, es wird heute auch sehr interessant und spannend werden. Als ich das Thema das erste Mal gesehen habe, ging es mir ähnlich wie Herrn Knoflacher, wo ich dachte, ach, objektiv schön, eigentlich auch ein Widerspruch. Aber gerade das macht ja auch die Diskussion so vielversprechend, sich dem auch mal zu widmen. Denn die Schönheit ist ein Begriff, den Architektinnen und Architekten eigentlich heutzutage eher vermeiden und nicht, weil, würde ich sagen, es sie nicht interessiert, zumindest nicht die meisten, sondern weil der Begriff so schwer zu fassen ist. Es gibt Begriffe wie Ästhetik, Harmonie, Proportion oder Angemessenheit oder Attraktivität, wie Herr Knoflacher auch erwähnt hat. Ist es das, was wir meinen, wenn wir Schönheit sagen?
ist Schönheit unabhängig von Zeit, Ort und Kultur. Wenn wir an die japanische Kultur denken, die wahrscheinlich so viele Begriffe für das Empfinden von Schönheit hat wie keine andere, ist Schönheit dort ganz stark an Momente und deren Vergänglichkeit geknüpft. Bei uns ist das eher weniger so. Auch die Gotik und Barock und Jugendstil, all diese Stile, die wir heute als historisch bezeichnen, hatten Phasen in der Geschichte, in denen sie als unästhetisch empfunden wurden. Der Designer Philip Stark antwortete auf die Frage, was ihm der Begriff Schönheit bedeute, Zitat, ich traue der Schönheit nicht, sie unterscheidet sich von Kultur und sie ist zu kurzlebig. Man findet etwas schön, am nächsten Tag findet man es furchtbar. Der einzig gültige Maßstab ist die Harmonie. Harmonie funktioniert immer, weil sie ein Gleichgewicht von Dimension, Gewicht, Menge und Proportion ist. Harmonie kommt vor allem anderen, Schönheit interessiert mich nicht. Zitat Ende. Damit kann man nun einverstanden sein oder nicht. Philip Stark ist ja bekannt für bewusst polemische Aussagen. Aber die Frage bleibt natürlich, wovon reden wir eigentlich, wenn wir Schönheit sagen? Und jetzt komme ich schon zur Überleitung des ersten Vortrages, was passiert denn im Gehirn? Denn es ist natürlich immer auch eine Frage der Wahrnehmung und Wahrnehmung ist etwas Individuelles. Das heißt, etwas Subjektives. Wie kommt es vom Subjektiven ins Objektive? Was bei uns passiert, wenn wir etwas wahrnehmen und als ästhetisch oder schön empfinden, dann ins Objektive und wie kommt es in die Kommunikation zwischen uns und die Kommunikation lässt ja die Kultur überhaupt erst entstehen.